Gucken wir jetzt einmal an, wie das eigentlich mit dem Vorzeichen beim Riemann-Integral aussieht. Das Erste, an was wir denken sollten, ist, dass das Riemann-Integral nicht eine Fläche liefert, sondern eine vorzeichenbehaftete Fläche. Das heißt, wenn die Fläche, die wir betrachten wollen, unterhalb der x-Achse liegt, dann ist der Wert des Integrals negativ. Also, wenn wir zum Beispiel diese Funktion hier angucken, die Sinusfunktion, dann ist das Integral von minus pi bis 0 über Sinus x dx, das ist kleiner 0, echt kleiner 0, weil die Funktion auf diesem gesamten Intervall unterhalb der x-Achse liegt. Funktionswerte sind alle negativ. Aus der Definition des Riemann-Integrals folgt dann direkt, dass auch das Integral negativ sein muss. Das passt auch zur Linearität, also das passt alles schon zusammen, man hat es nur unter Umständen nicht im Kopf. Also wir müssen daran denken an der Stelle, dass das Integral immer eine vorzeichenbehaftete Fläche liefert. Und insbesondere ist es auch so, dass ich die negativen Flächeninhalte mit den positiven Flächeninhalten verrechnen. Also zum Beispiel wäre das Integral von minus pi bis plus pi über Sinus x dx 0, weil beide gleich groß sind. Der eine ist im positiven Bereich, der andere ist im negativen Bereich. Die würden sich also aufheben. Gucken wir jetzt eine Konvention zur Vertauschung der Grenzen an. Typischerweise haben wir immer Integrale angeguckt, bei denen die linke Grenze echt kleiner als die rechte Grenze ist. Das ist eine gewisse Einschränkung und zum alltäglichen Arbeiten ist es ganz praktisch, wenn man nicht immer darauf achten muss. Und damit man nicht immer darauf achten muss, führt man eine praktische Konvention ein zur Vertauschung der Grenzen. Und die Konvention ist, dass das Integral von a bis b über f von x dx das gleiche ist wie minus das Integral von b bis a über f von x dx. Also wenn ich einfach die Richtung ändere, dann ändert sich hier das Vorzeichen mit. Und die zweite Konvention ist, die wiederum folgt direkt aus der Definition auch des Riemann-Integrals, dass das Integral von a bis a über f von x dx, dass das 0 ist. Gucken wir da zum Beispiel an, das Integral von minus pi bis 0 Sinus x dx ist das gleiche wie minus das Integral von pi bis 0 Sinus x dx. Das Integral ist auch verträglich mit Ordnung auf Funktionen. Das ist auch nicht weiter überraschend, wenn man das einmal am Beispiel gesehen hat. Gucken wir es einmal kurz an. Wir haben hier eine Funktion f von x gleich x, die ist hier dargestellt, und die Funktion g von x gleich x². Und wir sehen, auf dem Intervall von 1 bis 3 liegt der Graph der Funktion f von x immer unterhalb des Graphen der Funktion g von x. Die Funktionswerte sind immer kleiner, beziehungsweise kleiner gleich bei x gleich 1. Wenn man so eine Eigenschaft hat, dann erwartet man natürlich auch, dass das Integral von 1 bis 3 für f von x, das ist das, was hier dargestellt ist, dass das kleiner ist als das Integral von 1 bis 3 über g von x, was x² ist, weil die andere Funktion liegt ja drüber. Folglich ist natürlich das Integral dieser Flächeninhalt hier größer. Und das ist genau das, was diese Regel sagt. Wenn wir zwei Funktionen haben, f und g, die beide integrierbar sind auf einem Intervall a, b, mit der Eigenschaft, dass f von x kleiner gleich g von x ist, für alle x aus a, b, also muss die ganze Zeit gelten, dann ist auch das Integral von a bis b von f von x dx kleiner gleich dem Integral von a bis b über g von x dx. Und wo wir gerade schon bei den Vergleichen sind, betrachten wir auch gleich noch eine Regel für die Betragsfunktion. Wenn f integrierbar ist auf einem Intervall a, b, dann ist auch die Funktion Betrag von f von x integrierbar. Und es gilt, dass der Betrag des Integrals von f von x dx kleiner gleich dem Integral von Betrag von f von x dx ist. Gucken wir einmal an, warum diese Eigenschaft gelten soll. Nehmen wir dazu wieder die Sinusfunktion, die wir vorher schon mal angeguckt haben. Dann ist das Integral hier an dieser Stelle, das Integral von minus pi bis plus pi über Sinus x dx, das ist 0, weil wir auf der einen Seite einen positiven Flächeninhalt haben, hier in dem Bereich ist es positiv, das Integral, in dem Bereich hier ist es aber negativ, die beiden heben sich auf, deswegen ist das Integral von minus pi bis plus pi für Sinus x 0. Und wenn ich von 0 den Betrag bestimme, ist natürlich immer noch 0, das heißt, es gilt auch an der Stelle, dass der Betrag von dem Integral von minus pi bis plus pi bei Sinus x
dx, dass der immer noch 0 ist. Wenn ich jetzt umgekehrt die Betragsfunktion zuerst anwende, das heißt, wenn ich die Funktion betrachte, Betrag von Sinus x, dann ist das hier der Graph der Funktion. Und hier sieht man, auf dem Intervall von minus pi bis plus pi ist die Fläche immer oberhalb der x-Achse, ist immer positiv. Das heißt, hier ist das Integral nicht 0, sondern echt größer 0. Das heißt, hier gilt, dass das Integral von minus pi bis plus pi über Betrag von Sinus x dx, das ist echt größer 0. Und das passt auch genau zu dieser Ungleichung. Und die gilt eben, weil sich hier in diesem Bereich beim Betrag vom Integral kann es sein, dass sich positive und negative Flächen gegenseitig aufheben. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird die Funktion zuerst komplett positiv gemacht bzw. nicht negativ gemacht. Und deswegen gibt es hier dann keine negativen Flächen, die passieren können.